Heute sprechen wir über ein lebenswichtiges Organ, das oft übersehen wird. Die Leber. Wusstest du, dass Lebererkrankungen jährlich für etwa 2 Millionen Todesfälle weltweit verantwortlich sind? Die Leber hilft bei der Verdauung, der Entgiftung unseres Körpers und der Verarbeitung von Nährstoffen. Es ist entscheidend, die Warnzeichen einer geschädigten Leber zu kennen, um rechtzeitig handeln zu können. Lass uns die 6 alarmierendsten Anzeichen betrachten, die du nicht ignorieren solltest. Nummer 1. Müdigkeit und Schwäche. Eines der frühesten Anzeichen einer Leberschädigung ist anhaltende Müdigkeit und Schwäche. Leberentzündungen, eine häufige Folge von Leberschäden, führen zu Energieverlust. Nummer 2. Gelbsucht. Gelbsucht, also eine Gelbfärbung der Augen und der Haut, ist typischerweise ein Zeichen dafür, dass die Leber nicht richtig funktioniert. Sie tritt meistens aufgrund von Leberschäden oder viralen Infektionen wie Hepatitis auf. Nummer 3. Bauchschmerzen. Eines der beunruhigendsten Symptome einer Leberschädigung sind Bauchschmerzen auf der rechten Seite des Abdomens. Die nicht-alkoholische Fettlebererkrankung ist die Hauptursache für die meisten Fälle. Nummer 4. Unerklärlicher Gewichtsverlust. Wenn die Leber beschädigt ist, kann sie möglicherweise Nährstoffe nicht effizient verarbeiten, was zu einer Störung der Energieproduktion und Speicherung führt. Dies kann zu einem Rückgang des Appetits und der Gesamtkalorienaufnahme führen, was weiterhin zu unbeabsichtigtem Gewichtsverlust führt. Nummer 5. Juckende Haut. Juckende Haut ist eine häufige Komplikation bei Hepatitis- und Zirrhose-Patienten. Es kann auch ein Symptom für Gallenstauung sein, eine Entzündung der Leber. Nummer 6. Schwellungen im Bauch- und Beinbereich. Eine Schwellung im Bauch- und Beinbereich kann ein Zeichen für eine fortgeschrittene Lebererkrankung sein, insbesondere wenn sie mit anderen Symptomen wie Gelbsucht oder Bauchschmerzen einhergeht. Es ist wichtig, bei diesen Anzeichen einen Arzt aufzusuchen, um eine frühzeitige Diagnose und Behandlung zu ermöglichen. Hast du Erfahrungen mit diesen Symptomen gemacht oder kennst jemanden, der betroffen ist? Teile deine Geschichte in den Kommentaren. Vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit du kein Video mehr verpasst. Bis zum nächsten Mal, bleib gesund und achte auf deine Leber.